Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zu Mad Games Tycoon auf meinem Kanal und die Entwicklung läuft wie nix hier. Wir haben ein neues Planet of Tanks in Auftrag gegeben. Jawohl. So, und ich würde vielleicht, ihr seht, unser Brothers in Arms nimmt ab. Ich würde für das 1914 Game machen wir da unten schon Werbung. Rocket League ist halt gerade auf dem höchsten Stand. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich würde das hier unterstützen, abbrechen und nochmals für das Brothers in Arms ein Update machen. Aber irgendwann ist es halt vorbei. Auch wenn bei 26 Millionen Spieler, dann nehmen irgendwann halt mal die Downloads ab. Ist halt so. Da können wir mal auf die Charts schauen. Downloads. Ja, Brothers in Arms hat unser Free-to-Play überholt. Das 1914 ist gar nicht mal so schlecht unterwegs, wenn man es mit anderen vergleicht. Rocket League ist das höchste, was gerade die Downloads oder besser gesagt die Verkäufe erreicht hat. Und wir müssen da unbedingt nachproduzieren. Also geht das da nicht. So, ich würde gleich eine 2 hinschreiben. Ich bin so gewagt. So. Denn das kann nur vielversprechend aussehen, die Verkäufe bisher. So, und hier können wir noch ein Update zu Rocket League machen. Es ist erst 1 gekommen. Wir machen aber hier... Ah ne, das ist ein Spielbericht. Hier machen wir noch ein Update. Sonst nirgends, genau. So, der produziert jetzt gerade mal so richtig massig durch. Weil wir haben jetzt in 5 Wochen 1 Million verkauft. Also 200.000 pro Tag. Und das ist ja eine 90er Bewertung. Es müsste mal eine deutlich höhere Bewertung geben. Also, würde mich wundern, wie es dann aussieht. Heute sollten wir übrigens die Konsole machen können, oder das Handheld, besser gesagt. Und was ich mir noch vorgenommen habe, nochmals eine neue Firma aufzukaufen. So. Was kann ich bei Publisher? Kann ich nur anschauen. Die kann ich nicht aufkaufen. So. Also, wir könnten neue Firma aufkaufen. So, ich sortiere mal wieder nach dem Wert. Aha, da haben wir Epic Games. Sehr interessant. Was möchte ich denn investieren? Das darf schon was sein. Mal ein bisschen was Besseres. Die hier, komm. So, aufgekauft. Finanzspritze. So, voll aufgewertet. Firma schließen. Diesen Haken rein. Und ja, dann können sie weitermachen. So. Haben wir fast 2000 Millionen ausgegeben für das. Wenn wir das Geld haben, dann nutze ich das gerne für das. So. Ich glaube, wir haben den Spielbericht erstellt. Genau. Für das... Nicht No Sticky, no, Not So Sticky Balls. Sondern, ich kann mal... Front of the Colossus war unser bestes Games bisher. Aber warum waren wir da so gut? War das das Simulationsgame? Ich glaube. Bin ich mir nicht mehr so sicher. So, Brother in Arms war ja hier. Das haben wir gesehen. Und wir haben jetzt Rocket League, genau. Und das Core Gamer... Das haben wir falsch gemacht, wieder. Wir waren ja alle anderen relativ sicher, dass wir die kriegen, aber da wussten wir ja nicht, wo. Und ja, das haben wir immer noch nicht hinbekommen. Schade. Naja, kann nicht alles haben da. So, also da sinken die Zahlen, nicht die Spielerzahlen. Die bleiben aktuell noch. Nur mal schnell, wie viel habe ich jetzt an Lager? 1 Million. Dann würde ich da jetzt mal so 250.000 einstellen. So. Jetzt will ich mal den Bestand reduzieren. Denn wenn er plötzlich dann nochmals 2 Millionen macht, dann stehen wir nicht ganz so gut da. Ghost Who Smile. Ja, das können sie selbst veröffentlichen.
So, aber ein Update machen wir noch, komm. Nur um zu schauen. Also wir müssten wahrscheinlich ein DLC machen oder ein Add-on, dass das wieder höher geht. Könnten wir eigentlich. Nee, kann ich nicht, weil es ist ja Free-to-Play, oder? Nee, es muss MMO sein, damit ich ein Add-on machen kann. So, gerade ist kein Update da in Entwicklung. 60 Millionen Gewinn. Gut, gegenüber dem wird es nicht rankommen. Ich denke nicht. Weil es einfach so ein Free-to-Play, das ist einfach ein ganz anderer Markt. Aber den gab es auch noch nicht damals. Der ist einfach so aus dem Boden gekommen. Das ist schon kein leichtes Geschäftsmodell, denn du musst die Spieler finden. Und es kommen auch immer Spiele raus, die dann eben nicht ganz so gut sind. Und die das dann nicht hinkriegen. Und wenn du halt dann so Zahlen hast von Battle Royale, wo du 100 Spieler brauchst, und dann hast du nicht 100 Spieler auf demselben Kontinent, die das gerne spielen würden, dann geht das Spiel halt auch überhaupt nicht auf. Darum ist es auch mit Risiko verbunden. Weil es muss zuerst Erfolg haben, damit du etwas überhaupt daran verdienst. Und wenn dieser Erfolg-Kick nie gelingt, also ich weiß nicht, ob ich da... Nicht, dass ich es plötzlich vergesse. Wenn dieser Erfolgskick nie gelingt, dann wird auch das Geld nie reinkommen. Und das ist halt schon... Gut, ich weiß, ich muss euch da nicht belehren. Aber... So, die Forschung hat es abgeschlossen. Wir sind bei der Konsolenforschung durch. Wir sind bei der Themenforschung durch. Genre. Features. Sonstiges. Alles abgeforscht. So. Das heißt, wir können hier auf Raum abreißen. Ja. Interessant. So, jetzt haben die alle nichts zu tun. Also, eine Person geht wieder hier rein. Dass da schön gefüllt ist, weil das stört mich, wenn da was leer ist. Dann brauchen wir 6 Personen, die hier unten zur Konsole gehen. Noch eine. So. Da rein. Weil da entwickeln wir jetzt gleich. Und dann fehlen hier noch ein paar Leute. So, wenn jetzt einer nichts zu tun hat, dann ist es halt so. Gut, Planet of Tanks 4, das muss gezeigt werden, plus das, plus das. Dass man nur eine Konsole zeigen kann? Gut, vielleicht habe ich mehr zur Auswahl, wenn wir eine zweite hätten. So, neue Konsole entwickeln. Handheld. Turbo Cup. So, natürlich da. Bestes. Also es wählt automatisch, aber ich wähle gerne nach. So. Schade, kann man nicht 2 Farben anbieten, aber ich will mal blau nehmen. Warum ist jetzt die Zahl da abgesunken? Wundert ich mich jetzt gerade. Naja, so. 1914 sinkt auch ab. Da habe ich gerade kein Update bereit. Gut, man muss sagen, wir haben unseren Gewinn rausgeholt, auch wenn ein bisschen spät. Und auch wenn der nicht ganz so groß war. So. Ja, das Add-on, das da hat 3 verkauft an dem Tag. Lohnt sich richtig, komm. Das nehme ich mal raus. Dann schwirrt das nicht mehr noch länger darum. So, okay. Und wir können auch hier mal im Lager Restbestände verkaufen. Alles das sind Restbestände. So, die kauft uns da jemand ab. Und tschüss. So gesehen ist es ja dann noch erhältlich, weil irgendwer kauft das ja und verkauft das ja irgendwo. Ich nehme an, das wird G2A sein. So. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, da gab es eine große Diskussion. Ich selbst kaufe ja... Wenn ich das Spiel nicht geschenkt bekomme vom Entwickler, was es in letzter Zeit mal immer mal wieder gegeben hat. Und zwar... Oh, wir sollten mal Bugs entfernen, da übrigens. So. Und zwar nicht, weil ich da... ja, nur damit ich Werbung mache dafür, sondern weil ich anfrage, dass ich gerne das Spiel geschenkt hätte. Damit ich danach
auch das zeigen kann. Das ist so der Sinn dahinter. Und sehr öfter bekomme ich das jetzt geschenkt. Ja, Plant of Tanks hat ein Minus. Oh, oh. Das können sie selbst machen. Sehr öfter bekomme ich das. Aber ist natürlich dann auch verbunden damit, dass ich da... So, und jetzt würde ich hier die Konsole auch Werbung machen. Die ist jetzt in Produktion. Da soll der Hype schon mal steigen. Aktuell ist er auf 0. Und das dauert ja ein Weilchen. Ich bekomme es geschenkt, kaufe es bei Steam selbst. Und in ganz seltenen Fällen, nämlich dann, wenn ich der Meinung bin, dass das Game überteuert ist, und das kommt wirklich sehr selten vor, dann kaufe ich es bei einer anderen Plattform. Und das ist eigentlich bei mir immer mmoga.de oder com. Wie ihr auch immer wollt, die haben einen deutschen Sitz und mit denen hatte ich nur gute Erfahrungen bis jetzt. Ich will jetzt auch keine Werbung machen für die. Ihr findet auch keinen Link in der Videobeschreibung. Also das ist... erzähle ich jetzt einfach so, weil ich auf die Diskussion kam. Und Rocket League, wie sieht's aus? Verkauft sich immer noch gut. Unglaublich. Das ist so. Und ich habe sogar mal etwas bestellt. Nachher war das plötzlich gar nicht mehr auf der Plattform gelistet oder verspätet. Und dann habe ich den supportmäßig geschrieben, ob sie das canceln können. War kein Problem. Und ich habe das Geld zurückbekommen, was ich schon bezahlt hatte. Also, es ist wirklich... so, können wir auch noch Bugs entfernen? Jawohl, zur Arbeit zwei Studios. Geht's doppelt so schnell. In der letzten zwei Wochen so war G2A, ein anderer Anbieter wie MMOGA, denen man beide oder noch vielen anderen nachwirft, dass sie Kreditkartenbetrug und alles so dies machen, war so in den Schlagzeilen, weil vor allem die Indie-Games, also die, die es am meisten brauchen, jetzt nicht so ein Call of Duty oder so, wo das ja, jetzt nicht groß drauf ankommt, ob es jetzt da noch 10.000 mehr verkauft haben oder nicht. Also eigentlich, es kommt schon drauf an, weil Activision ist auch nicht... Aber ich meine, Indie-Games, die wirklich davon leben, von jedem einzelnen Verkauf, und das sind sehr viele Spiele, die auf meinem Kanal sind Indie-Games. Also ich unterstütze die auch sehr. Mit Werbung oder mit Videos. Andererseits, einer schaut sich bei mir ein Let's Play an und denkt sich dann, nee, das kaufe ich nicht. Vielleicht hätte er es gekauft. Das gibt es natürlich auch. Aber nur mal so zum Sagen, die... Für die ist es besonders bitter, wenn sie dann gar nichts bekommen für das. Und dann hat sich da ein Entwickler gewehrt und gesagt, ja, das geht so nicht. Und dann haben sie ihm sogar, er kann, wenn er nachweisen kann, dass ein Key verkauft wurde, von dem er nichts bekommen hat, dann bekommt er das Geld zurück. Aber es ist eigentlich unmöglich. Also es ist nur schon so, ja... Ist ein Witz eigentlich. Und dann haben sie sich noch gerechtfertigt. Sie bleiben bei der Business, bei der Business-Strategie. Weil wenn sie das nicht machen, dann würde das einfach jemand anderes machen. Und ja, an einer Stelle haben sie auch recht, das stimmt schon. Und hier... Es wäre schön, würde man noch einen Balken anzeigen der aktiven Spieler sehen. Das würde einem viel mehr etwas helfen. Das fehlt mir da ein bisschen. Sind auf 48%. Also der Hype steigt da unten, das ist schon mal schön. Planet of Tanks ebenfalls. Das machen wir nochmals da oben. Unser meist besuchtes Free-to-Play müssen wir auch mal wieder updaten. Dürfen wir nicht vernachlässigen. Weil gerade die Millionen, die es einbringt, die holen wir und kaufen nicht eine Plattform, sondern einen Entwickler auf. Epic Games. So, gehört uns. Schließen. Aus Prinzip. Nee. So, Finanzspritze. Gut, aufgewertet. Passt soweit. Okay. Ihr könnt loslegen. Ich will aber auch mal Resultate sehen da. Also die Entwickler sind schon abgehauen mit dem Geld, weil ich nicht schaue. Könnte auch passieren. Keine neuen Mitarbeiterbewerbungen. Zum Glück bin ich in der Lage, dass ich sie aktuell nicht brauche. Aber nur aktuell.
So, ja, ein Jahr ist vorbei und wir stehen immer noch da natürlich. Wie vorhin. Und wir müssen vor allem da mal die Entwicklung unterstützen. Komm, das mache ich mal. So. Weil jetzt hatte ich schön drei Studios, die alle drei, die drei Titel hier updaten konnten. Jetzt kommt nochmal so ein Brothers in Arms Update. Mal schauen, was das auswirkt. Warte schnell. Ja, erstmal hat es nichts ausgewirkt. Wir unterstützen mal die da schnell. Die nächste Woche ist entscheidend. Wirkt das noch was aus? Ja, also nicht wirklich, weil die Zahlen sind schon hochgegangen, bevor wir das Update gemacht haben. Ja, dann würde ich für das kein Update mehr machen. Dann würde ich besser noch für das 1914 nochmal so ein Update raushauen, wo zwar die Spielezahlen viel kleiner sind. Muss man auch anmerken. Was auch immer dieses Haus hier heißt. Weil es wahrscheinlich nicht unser eigenes Game ist. Könnte ich mir doch denken. So, jetzt geht es auch ein bisschen schneller, denn wir wollen doch Planet of Tanks noch raushauen. Oh, die neue Konsole ist fertig. Ah, ich dachte schon, wo ist der letzte Stern? Die muss ja den letzten Stern haben. So, ich würde auch das Development Kit relativ klein machen. Nicht so hoch wie die anderen. Aktuelle Produktionskosten sind 500. Dann machen wir die 649, denke ich. So, sie geht an den Start. Ah, hier kann ich umschalten. 75 Hype hat sie. Jetzt will ich natürlich die ein bisschen beobachten. So, jetzt brauchen wir die konsolenmäßige Fabrik nicht mehr. Wir können nur hier schauen, die Produktionskosten sind stark gesunken. Und ich würde den Preis mal anpassen. So. Und hier sind sie immer noch so hoch. Also ich glaube, die Produktionskosten, je höher die Menge vielleicht ist, oder die Menge der verkauften Einheiten, desto besser wird's. Kann schon sein. Kann ich mir denken. So, irgendwie die Zahlen sind immer noch gleich, auch wenn hier ja, das rückläufig ist, die Downloads, aber einfach die Spieler, die bleiben dabei. Weil weiterhin Updates rauskommen. Und vielleicht hat es gerade da nochmals einen Schub gegeben bei den aktiven Spielern. Das habe ich vielleicht nicht gesehen. Machen wir nochmals ein Update. 31 Updates schon. So, aktuell ist nur das Soundstudio wieder hinterher. Wieder wie immer. Und Rocket League ist jetzt drastisch abgesunken. Würde ich die Produktion abbrechen. Und wieder auf automatisch setzen hier. Dass wir die 50% Hürde hier noch schaffen. So, das Marketing hier macht gerade nichts. Weil wahrscheinlich Planet of Tanks auf der höchsten Stufe angekommen ist. Ja, 100, genau. So. Turbo Club 231.000 Stück verkauft. Und hier millionenmäßig halt. Wir bleiben aber da dabei. Turbo Box, Turbo Club. Cup. Ich sag gerne Club. So. Ja, Rocket League müssen wir jetzt nicht mehr länger unterstützen. 200 Millionen eingenommen, ist aber schon eine gute Zahl. Planet of Tanks ist fertig. Nein, wir warten noch. Gehen wir schnell da noch ein bisschen vor. Jetzt ist anscheinend alles gemacht. Der kann die Unterstützung abbrechen. So, ein Update machen wir noch da. Weil wir haben noch ein bisschen Lagerbestände. Und ansonsten ist hier alles bereit. So. Hype ist ja da. Selbst produzieren. Wir machen in vier Wochen. Drei Wochen. Prozent. Alter. Grafik, Sound, Genre im Trend sogar noch. Und Packungsinhalt. Ja, Adventure ist wieder mal im Trend. Spiel des Monats, Spielspaß erwartet.
Alter. Gut, wir haben es auch perfektioniert. Über all die Zeiten. So, und jetzt muss ich den leider abbrechen. Ich bezahle gerne die Strafe. Weil da brauchen wir so abnormal viel. Ich mache gleich mal 4 Millionen. So. Hatte zum Glück Platz im Lager. Und der soll danach aufhören. Wir müssen da weitermachen. So. Der macht das erste Update dafür. Der macht einen Spielbericht. Ja, sonst sollte alles so weiterlaufen. 2 Wochen. Ich weiß halt nicht, warum die Spieler bleiben weiterhin, weil ich Updates mache. Aber jetzt müssen wir uns schon mal schnell auf Planet of Tanks konzentrieren. So, 800.000 ist bereits ein Lager. Also 1 Million ist ein Lager. Ist schon mal beruhigend. So, und hier machen wir da nochmal so ein Update. So, aber ist halt auch ein Spiel. Ah. Das wird sowieso bald wieder absinken. 1 Woche. Und 31 Millionen haben wir ausgegeben. Da sind die Produktionskosten natürlich mitgerechnet. Und die sind immens. 34 Millionen, ihr seht. Das steigt stark an. Das geht schnell. So, ein Update ist gemacht. Boah. Fast 400.000 Verkäufe in der ersten Woche. 400.000. Das ist unfassbar, die Zahl. So, wie sieht es da unten aus? 0,05%. 2,23. Also da sollten die Verkäufe jetzt auch steigen. Wir hätten das natürlich nur für unsere Konsolen rausbringen sollen. Dann wäre der Effekt wahrscheinlich höher gewesen. Kann ich mir gut vorstellen. So, die Produktion ist immer noch nicht fertig. Er hat aber schon einen großen Teil davon verkauft. Also wir müssen aufpassen, dass wir das überhaupt mithalten können da. Aber ja, ich denke schon 2,4 Millionen an Lager. So, hier nochmal so ein Update. Aber das ist eher ein Spiel, wo wir dann mal... Ah ne, Rocket League ist da. Hier. 2,4 Millionen spielen noch. Ah gut. Das geht schon noch. Ich weiß noch, früher haben wir ausgewählt, weil es nicht so lange dauern durfte für ein Update. Heute nehmen wir einfach über alles. Sofort. So, ich muss den Lagerbestand im Griff behalten. Sonst kann das schnell knapp werden dann. Aber wir müssen ganz klar schauen, dass wir dieses Spiel behalten. Denn da kommt schon auch Geld rein. So, Planet of Tanks 4. Das da und das da. Ich kann nur eine auswählen. Okay. 100.000 Fans mehr. Wir sind über 3 Millionen. Wir sind 3 Millionen. So. 1,41 haben wir noch. Also das geht weg wie... Das geht wirklich weg wie nix. 1 Million. Eine Woche kann ich warten oder so. So, was haben wir da? 28 Millionen verkauften Einheiten. 920.000. Und das ist sehr wenig. Also da muss man echt sehr viel verkaufen, bis man da so weit ist. So. Ich würde nochmals 2 Millionen, die verkaufen wir bestimmt, produzieren. So. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, das war's von der heutigen Aufnahme. Und, von mir, von der heutigen Folge. Ich habe sehr viel aufgenommen. Ich kann erst in der nächsten Folge auf euer aller Feedback eingehen. Und
Es ist aber nicht schlecht gelaufen. So, zum Schluss kaufen wir nochmals einen Entwickler. Das ist unser Motto geworden hier. So, einmal Finanzspritze rein. Nur für meine Spiele. Für meine Konsolen. Und dann passt das. So. Sind aber wenig Spiele rausgekommen, komischerweise. Also, entweder sind sie wirklich eingegangen oder sie arbeiten ganz im Stillen daran, uns das beste Spiel zu präsentieren, was wir dann veröffentlichen. So, also, wir haben Free-to-Play am Start. Ja, das ist nicht so riesig wie das, aber es ist trotzdem was. Also, man darf es nicht vergessen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Unser Spiel ist da. Haben wir schon Spielbericht erstellt? Jawohl. Alter, das ist einfach... Spieltiefe war falsch. War das am Vorgänger schon falsch? Ja, war da schon falsch. Und da auch, oder? Ja, jetzt haben wir... Genau, da war es dasselbe. Wir sind noch am Testen da. Dann hätten wir die 100%. Danke vielmals fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.